Was ist denn eigentlich die Krankenversicherung der Rentner? Ist das eine eigene Krankenkasse oder eine neue Art der gesetzlichen Krankenversicherung? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir bekommen auf Rentenbescheid24.de ganz, ganz viele Anfragen rein. Wir schaffen es zum Teil gar nicht, die alle zu beantworten. Und ich habe jetzt eine ganz interessante Anfrage via Mail reinbekommen. Und zwar ging es um die Frage, was denn eigentlich die Krankenversicherung der Rentner ist, ob das eine eigene Krankenkasse ist oder ob das eine dritte Säule der Krankenversicherung in Deutschland ist oder was sich dahinter wirklich verbirgt, meine Damen und Herren. Also ich würde das mal ganz grob und ganz kurz erklären, was das eigentlich ist, diese Krankenversicherung der Rentner. Aber zuvor ich Ihnen das erkläre, will ich Ihnen einfach erstmal nur den grundsätzlichen Aufbau der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland erläutern. Ich spreche jetzt bitte nicht von der privaten Krankenversicherung, sondern von der gesetzlichen Krankenversicherung, die im SGB V geregelt ist. Und dort haben wir de facto drei Personenkreise, die dort in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert werden können. Das sind erstmal die Versicherten kraft Gesetzes. Das ist die sogenannte Versicherungspflicht, Paragraph 5 SGB V. Ja? So. Dann haben wir noch die sogenannte Versicherungsberechtigung. Das sind also die Leute, die nicht versicherungspflichtig kraft Gesetzes sind. Die können sich, wenn sie wollen und wenn das geht, freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichern lassen. Das ist der zweite Personenkreis. Und der dritte Personenkreis sind diejenigen, die sich kostenlos, kostenfrei in der Familienversicherung eines Ehegatten oder zugangsberechtigten Familienangehörigen versichern lassen können, meine Damen und Herren. Und das sind die drei Personenkreise. Also wir haben in der gesetzlichen Krankenversicherung drei Personenkreise. Das ist einmal die Versicherung kraft Gesetzes, die Pflichtversicherung, dann die freiwillige Versicherung und die Familienversicherung. So, und die Krankenversicherung der Rentner ist keine eigene neue Krankenkasse, also sozusagen ein Konkurrenzunternehmen gegenüber der AOK oder der Technikerkrankenkasse oder der Barmer-Ersatzkasse oder irgendeiner Betriebskrankenkasse. Nein, die Krankenversicherung der Rentner ist eine Versicherung kraft Gesetzes. Das ist eine Versicherungspflicht und das ist in Paragraph 5 SGB 5 geregelt. Und zwar in Paragraph 5 Absatz 1 Nummer 11. Ja? Und da steht drinne, Personen, also die versicherungspflichtig sind, Personen, die Voraussetzung für den Anspruch auf eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllen und diese Rente beantragt haben, wenn sie seit der erstmaligen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bis zur Stellung des Rentenantrags mindestens 9/10 der zweiten Hälfte des Zeitraums Mitglied oder nach § 10 versichert waren. Meine Damen und Herren, da steht's, ne? Also, das heißt also, die Krankenversicherung der Rentner ist eine Krankenversicherung, die kraft Gesetzes eintritt. Und dort ist in Paragraph 5 die sogenannte Versicherungspflicht geregelt für die Rentner. Das heißt also, wer einen Rentenantrag stellt, der muss davon ausgehen, dass seine Krankenkasse, wenn er in der gesetzlichen Krankenkasse versichert ist, dann prüft, ob die Voraussetzung des Paragraph 5 Absatz 1 Ziffer 11 dann bei ihm auch tatsächlich vorliegen. Das ist eine andere Frage. Das würde ich dann in einem anderen Video auch nochmal erklären, auch mit netten Schautafeln, dass Sie da nochmal einen Überblick haben, was das eigentlich für Anspruchsvoraussetzungen sind. Da reinzukommen in die Krankenversicherung der Rentner ist nämlich gar nicht so einfach. Und jeder, der da reinkommt, der kann sich schon ein bisschen die Hände reiben, denn die Krankenversicherung der Rentner ist doch aus meiner Sicht relativ kostengünstig und deswegen wollen da auch so viele rein. Das erkläre ich aber auch nochmal in einem anderen Video. Näheres zu diesem Thema zur Krankenversicherung der Rentner finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.